Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr bei Ella Taroskop dabei seid. Ja, ich habe was Besonderes anzukündigen. Und zwar verlose ich im Monat Juni ein Tarot-Deck. Und zwar das The Good Tarot von Colette Baron Reed. Die einzige Voraussetzung, die du, wenn du Interesse hast, erfüllen musst, du musst einfach einen Kommentar schreiben. Ich möchte gern gewinnen. Und Ende des Monats werde ich dann den Gewinner bekannt geben. Und der muss natürlich auch bereit sein, mir seine Adresse zu geben, damit ich das Päckchen auch dahin schicken kann. Es sind wunderschöne Karten und vielleicht hast du ja auch Lust, das Tarot zu erlernen. Das ist ein guter Einstieg. Wie gesagt, es sind sehr, sehr schöne Karten und ich werde sie euch gleich auch noch mal ein bisschen zeigen. So, ich habe jetzt mal das Tarot-Deck ausgepackt. Das ist zum Beispiel die 10 der Erde. Das wäre die 10 der Münzen. Das ist eine Karte. Sehr, sehr schöne Farben, sehr schön. 9 der Erde, 9 der Münzen. Ja, und dazu gehört natürlich auch ein Guidebook. Das ist natürlich auf Englisch, aber wenn ihr Fragen habt, stehe ich selbstverständlich dann auch dem Gewinner zur Verfügung, um dann einige Dinge zu erklären. Ja, wie gesagt, wenn du Interesse hast, dieses wunderschöne Tarot-Deck zu gewinnen, um selber Tarotkarten legen zu können, dann schick mir einfach einen Kommentar mit dem Hinweis, ja, ich möchte das Tarot gewinnen. Und dann, wie gesagt, werde ich unter allen, die sich dafür bereit erklären oder die es gerne haben möchten, werde ich einen auswählen. Und dann Ende des Monats gibt es den Bescheid und dann brauche ich halt die Adresse. Das ist erstmal die erste gute Neuigkeit und gleich legen wir auch los mit eurem monatlichen oder jetzt erstmal wöchentlichen Kartendeck, was ihr diese erste Woche im Juni dann zu erleben hofft oder was Schönes passiert oder was ihr ja vermeiden sollt. Wir machen das wie gewohnt und ich bin natürlich gespannt, ob es euch auch gefällt, ob ihr damit was anfangen könnt. Und es sind auch einige neue Sachen geplant in Zukunft. Und um das Ganze ein bisschen interessanter zu gestalten und auch mal ein bisschen was anderes zu machen. Aber wir fangen jetzt diese Woche nochmal mit dem Üblichen an, wie die Woche so wird, welche äußeren Einflüsse dazu kommen. Ja, und dann schauen wir mal. Ja, also wer gewinnen möchte, einfach mal sagen, ich möchte das Tarot-Deck gewinnen. Und dann legen wir auch gleich los mit eurer Legung. Bis gleich. Herzlich willkommen, lieber Zwilling, zum Taroskop mit Ella. Wir sind in dem Geburtstagsmonat für den Zwilling und ich bin gespannt, welche Energien diese Woche wieder vorherrschen, was für dich relevant ist. Die Woche, das ist die vom 4. bis 10.6. und wir schauen mal, ja, was diese Woche für Überraschungen für dich bereithält oder worauf du achten solltest. Natürlich feiern, ist klar. Und ich gratuliere nicht im Vorfeld, aber ihr wisst, dass ich euch das nur das Beste wünsche. So, dann schauen wir mal. Die erste Karte ist wie immer, wie du dich fühlst und wie du über dich denkst. Dann haben wir als zweite Karte, was du dir wünschst in dieser Woche. Dann haben wir die Hoffnungen und Ängste. Wir haben, was gut für dich ist. Dann haben wir was, was nicht gut für dich ist. Und wir haben den möglichen Ausgang. So, schauen wir mal. Wie fühlst du dich denn in dieser Woche? Versuchung. Okay. Das heißt, du bist so ein bisschen auf Abenteuer und auf der Suche, so ein bisschen, naja, über die Grenzen zu gehen. Sei achtsam, ja, dass du nicht irgendwelche Grenzen überschreitest und dir damit selber schadest. Das ist wichtig. Und nichts übertreiben, Genussmittel etc. pp. Auch beim Feiern nicht, weil das schadet dir mehr, als es dir was bringt. Was wünschst du dir denn diese Woche? Kraft, Power. Klar, das ist schön. Kraft kann man immer gebrauchen, kann man nie genug haben. Was sind denn deine Hoffnungen und Ängste? Bote der Luft, das ist der Page der Schwerter, da gibt es eine Nachricht von von einer jüngeren Person, kann sein, ein Luftzeichen. Gucken wir mal. Was ist denn gut für dich? Der Hierophant, Glaube,
Erstmal der Glaube an dich selbst, an eine höhere Macht vielleicht, vielleicht an Gott. Das, woran du glaubst, ja, das ist gut für dich, das bringt dich weiter. Das stärkt dich auch, das gibt dir eben auch die Kraft. Was ist denn nicht gut für dich in dieser Woche? Die Königin der Erde. Da gibt es wahrscheinlich eine Person, ob männlich oder weiblich, egal. Das ist einfach ein Erdzeichen, Jungfrau, Stier und Jungfrau, Stier, also ein Erdzeichen, das vielleicht momentan, mit dem du momentan nicht so gut klarkommst, sagen wir es mal so. Oder es ist eine Energie, die vorherrscht, die einfach so ein bisschen, ja, ach ja, Steinbock war es noch. Steinbock ist auch noch ein Erdzeichen. Das ist eine Energie, die um dich herum ist, die dir nicht so zusagt, die dich vielleicht einschränkt. Das sind Menschen, die sehr geradlinig sind, ich sag mal auf Sicherheit bedacht, nicht gerade risikofreudig und ja, sehr erdverbunden, also an dem festhalten, was sie haben. Das kann, wie gesagt, eine Energie sein, das kann auch jemand sein mit einem anderen Sternzeichen, der das halt ausstrahlt. Das liegt dir diese Woche wahrscheinlich nicht so. Dann haben wir den möglichen Ausgang in dieser Woche und das ist das Ass der Erde, also das Ass der Münzen. Und das bedeutet Stabilität und Sicherheit für dich. Eine neue Möglichkeit, Stabilität und Sicherheit zu finden oder herzustellen. Ja, durch deine eigene Arbeit, durch das, was du tust. Ja, und wir gucken jetzt mal, welche Energien von außen dazu kommen, die natürlich auch auf dich einwirken, ob du das jetzt möchtest oder nicht. Die Umwelt, die Menschen um uns herum, die Ereignisse, ja, die haben auf uns alle nun mal auch einen Einfluss, ob wir das nun gut finden oder nicht. Das ist eben so. Ja, du bist ein bisschen risikofreudig oder wirst versucht. Jemand will dich vielleicht oder du willst jemanden irgendwo zu irgendwas verleiten. Ja, Vorsicht, ja. Dann kommen von außen die 9 der Stäbe dazu. Und das ist von außen so ein bisschen jemand, der schon, ich sag mal, abgearbeitet ist, kaputt ist, ausgelaugt ist und der vielleicht gar keine Lust hat, mit dir irgendwelche Abenteuer zu erleben. Nicht, weil er nicht das mit dir erleben möchte, sondern weil er einfach, ja, ich sag mal so, auf dem letzten Loch pfeift. Um das mal ganz krass zu sagen, also wenn jetzt mein Kumpel oder so irgendwie total abgearbeitet ist und so gar keine Lust hat, irgendwas zu machen, so muss man sich das vorstellen, ne? Und ja, der hat dann keine Lust, irgendwelche Abenteuer oder dummen Streiche zu spielen, ne? Zum Beispiel. Ja, du musst das auf deine Situation. Also das mit der Versuchung ist vielleicht auch ganz gut, wenn das nicht klappt, weil du könntest dich, wie gesagt, dadurch auch selbst in Schwierigkeiten bringen. Also lieber Vorsicht walten lassen. Dann haben wir Wünsche, Kraft, Power. Ja, Energie wünschst du dir. Und von außen kommt der Ritter der Stäbe. Das ist ein Feuerzeichen, Schütze, Löwe, Widder. Da könnte es, ja, ich sag mal, da hast du vielleicht jemanden, mit dem du Abenteuer erleben kannst, ja, oder der dir Kraft schenkt oder der dich auf Ideen bringt, weil Stäbe sind auch immer Kreativität und, ja, neue Ideen, ja. Und da könnte er dir vielleicht auch eine unterstützende Idee geben, zum Beispiel. Dann haben wir in deinen Hoffnungen und Ängsten ja hier den Page der Schwerter oder Bote der Luft. Und hinzu kommt der Wagen. Das heißt, deine Hoffnungen oder diese Nachricht, die du erhalten wirst, wird dich voranbringen, wird dich weiterbringen. Also du bekommst eine Nachricht, das könnte zum Beispiel die Zusage für einen Job sein. Das könnte die Bestätigung einer Reise sein. Das könnte ja vielleicht auch eine Entwicklung in der Partnerschaft sein, die das Ganze voranführt. Also du musst das sehen, das bringt dich einfach vorwärts auf die eine oder andere Art. Dann haben wir gut für dich ist der Glaube, der Hierophant. Ja? Und ja, das deckt halt viele Dinge ab, an die du glauben kannst, an deine Fähigkeiten, an, ja, an Dinge, die man vielleicht nicht sieht, dass irgendetwas Gutes passiert oder ja, auch an Menschen. Du kannst ja auch an Menschen glauben, an Ideen, an Produkte, an Projekte,
ne, was auch immer. Und das bringt dich halt auch weiter, weil du kannst ja auch nur für etwas kämpfen, für etwas arbeiten, woran du glaubst. Und von außen kommt hinzu die 9 der Münzen. Und das ist Unabhängigkeit, ja. Das ist zwar jemand, der jetzt zwar nicht so viel Geld hat, dass er gar nicht mehr arbeiten muss, aber der sich doch schon etwas erarbeitet hat, worauf er stolz sein kann. Und das kommt von außen dazu, ist vielleicht für dich ein gutes Beispiel oder wäre für dich auch eine Möglichkeit, das als erstrebenswert zu sehen und darauf hinzuarbeiten, daran zu glauben, dass du das schaffst, wäre jetzt ein Beispiel, ne? Nicht gut für dich ist die Königin der Erde. Also entweder ist das eine Energie, die vorherrscht, oder es ist eine Person. Und von außen kommt der Eremit dazu. Das ist ein Mensch, der sich ein bisschen zurückzieht, der so ein bisschen nach innen gewendet ist und die Weisheit in sich selber sucht. Und vielleicht ist das etwas, das ist übrigens auch die Karte des Sternzeichens Jungfrau, dann ist das wahrscheinlich jemand, der dir momentan halt nicht so liegt, weil du ja eben hier mehr abenteuerlustig bist. Und trotzdem hast du als möglichen Ausgang das Ass der Münzen, also auch erdverbunden und damit auch neue Chancen. Und du hast den Gehängten. Von außen wird dir da wahrscheinlich keiner helfen können momentan. Der Gehängte ist nämlich Stagnation. Das kommt aber wie gesagt von außen. Also du siehst von außen momentan Stagnation, aber für dich geht es auf jeden Fall weiter. Wenn jetzt auch nicht in dieser Woche, aber du kannst sicher sein, du gehst in diese Richtung. Du entwickelst dich weiter, du gehst weiter, du kommst voran und das Ass der Münzen bedeutet ja auch finanzielles Voranschreiten. Und ich denke mal, dass du entweder ja sowas wie eine Lohnerhöhung bekommst oder ein Bonus oder dass du durch irgendetwas zusätzlich Geld verdienen kannst. Aber von außen jetzt, von deiner direkten Umgebung, kommt da nichts hinzu. Also das ist wahrscheinlich etwas, was mit deiner direkten Umgebung nichts zu tun hat oder was die direkte Umgebung nicht beeinflusst. Ja. Oder dass sich das halt durch diese Stagnation von außen halt ein bisschen verzögert. Also immer schön darauf, also hoffen und daran auch glauben. Ja, dann schaffst du das auch. Du hast die Kraft, du hast den Glauben, ja, und du hast die Fähigkeiten. So, jetzt der Heilstein für dich in dieser Woche, der dich weiterbringen kann. Wenn du einen hast, kannst du ihn ja auch zusätzlich als Unterstützung tragen. Und das ist bei dir der Bergkristall. Lassen Sie all Ihre Gefühle zu. Das gesamte Regenbogenspektrum Ihrer Gefühle sendet Ihnen wichtige Botschaften und bietet Ihnen Orientierung. Also, ein Bergkristall kann dir bei der Orientierung helfen. Wo soll es hingehen? Was möchte ich? Wie erreiche ich das? Ja, lieber Zwilling, das klingt alles sehr, sehr vielversprechend. Aufpassen musst du halt nur mit dieser Person, nicht, dass du dich da vielleicht mit jemandem anlegst oder so. Also ist da ein bisschen Vorsicht geboten. Ansonsten natürlich die Versuchung. Aber du hast noch jemanden, der da gar nicht so begeistert von ist, weil er wahrscheinlich auch gar nicht so in der Lage dazu ist. Aber ansonsten ist doch alles hervorragend. Du kannst dich auf viele positive Ereignisse freuen. Gerade auch mit dem Ass der Münzen. Also, ich hoffe, dass wir uns dann auch in der nächsten Woche wiedersehen und ich dir auch wieder was Schönes berichten kann. Würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Und wenn du magst, mach bei dem Gewinnspiel mit. Da brauchst du ja nur einen Kommentar zu hinterlegen, dass du mitmachen möchtest. Und natürlich brauche ich im Nachhinein dann die Adresse, wenn der Gewinner gezogen wird. Ende Juni wird das ausgelost und dann bekommt derjenige Bescheid. Also, ich freue mich auf die nächste Woche und wünsche dir viel Spaß in dieser. Bis dann. Tschüss.